Guten Tag, hat er gesagt. So, wir haben aufgeladen, sind abfahrtbereit. Sven hat ja geschrieben, er hätte gleich so viele Rollen wie möglich mitgenommen. Aber ich weiß ja nicht, für was ich überall noch die Rollen hier brauche. Und wenn wir eh diesen Weg hier fahren, können wir ja eh zum Waldzwerg. So war eigentlich meine Intention davon. Aber ob das denn letztendlich richtig ist, erfahre ich denn erst hinterher. Ne? Das ist ja immer dieses Spiel, ne? Aber jetzt alles aufbrauchen. Vielleicht hat man hier in der Nähe noch was, weißt du, von den Rollen zu gebrauchen. Und deswegen dachte ich mir, ich lasse sie mal größtenteils hier noch drinne. So. Aber unser Weg geht hier jetzt weiter. Ziemlich gerade und dann versuchen wir mal da hinten hinzukommen. Ist ja noch ein Stück, ist ja noch ein Weg. Den man hier erstmal auch schaffen muss, ne? Aber es ist der relativ einfache Weg. Um ihn lang. Kommen wir hier einmal voll nach rechts oder was? Nee. Das ist die Kuhle höchstens, ne? Aber wir müssten jetzt hier schon ein bisschen nach links, aber der führt hier so lang, ne? Weiß nicht, der Weg sieht so komisch aus. Könnte auch hier noch, wo soll der Weg hinführen? Ich weiß jetzt nicht, welcher so cool ist. Aber der sieht relativ gerade aus, ne? Wir werden hier irgendwo aufbocken. Relativ gerade. Ja. Alter Schwede, ne? Das ist aber auch ein ganz schönes Unterfangen, weil ich hier mal machen möchte. Aber nur so macht es ja auch Spaß, ne? Indem man so ein bisschen gefordert wird von der Natur und von den ganzen Wegen, ne? Ich glaube, das danach gerade ist ja unser Weg eigentlich, oder? Danach gerade, ja. Wir haben gut gefressen heute, gut Deutsch, ja. Na. Er kommt da hinten, er weiß nicht, der Baum könnte ein bisschen noch Probleme machen. Nee, da nicht. Gut. Alles wunderbar. Cool. Krass. Schön. So soll es auch sein. Weiß natürlich nicht, ob wir denn letztendlich an den Schienen so vorbeikommen. Man hätte natürlich auch den Weg, den Wasserweg da nehmen können. Aber ich weiß nicht mit den Anhängern, ob das denn so viel Spaß und Sinn macht, ne? Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, was das so denn der übertriebene, jo, das macht Spaß heute, Movements Ding wäre. Naja, glaube ich nicht. So fahren wir jetzt hier schön lang. Siehst du, wäre der Baum nicht da, wäre das auch toll. So. Ein bisschen nach hinten noch, genau. Also wenn ich Sichtfeld raus mache. Ach, den Baum macht er gar nicht rein. Der ist denn hier so weg, ja? Schicki schick. Man fährt ja nicht oft mit so einem großen Ding lang, ne? Also, ne? Besonders eben alleine. Wie ist man ja, wenn man jetzt das zu zweit machen würde, dann würde ja jeder nur einen so fahren, ne? Wirklich mit dem gleichen Fahrzeug. Aber
So, ich markiere mir jetzt mal durch, weil so safe bin ich da noch nicht mit dem ganzen Weg. Ich glaube, das hier ist somit noch der einfachste über die Brücke. Dann sind wir schon mal hier unten. Ich glaube, ab hier unten an der Tankstelle werde ich den einzeln fahren. Ich werde die dann tanken und den einzeln rüberfahren. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass das zu zweit vielleicht nicht allzu gut geht. Oder wo soll ich das zu zweit probieren? Ah, ich bin noch so am Überlegen da. Wie und wie viel Sinn das alles macht. Ich sag mal, wenn wir erstmal auf der Schiene sind, geht. Ne? Ja, hinten haben wir nur immer denn diese Bäume, wo man so nicht gerade durch muss. Könnte es denn durch Umständen doch schon sein, dass man einzeln da ein wenig besser vorankommt. Das sieht mir auch ganz schön so aus, ob kippt man da. Doch, ihr müsstet da jetzt locker vorbeikommen, dann scheren wir hier mal richtig aus. Und dass wir die Kurve hier gut nehmen können. Jo, sehr schön. Dafür sind die Abos natürlich dann immer gut. Oh. Ah, das stört jetzt nicht ganz, oder? Also ich habe wirklich den langen Weg an hier. An die Kreuze geht jetzt hier so diagonal durch, weil ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie tief das da hinten ist. Ich würde es ja gerne eigentlich mal ausprobieren. Wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Jetzt sind wir ja noch zu zweit und könnten uns rausziehen, ne? So hat er jetzt noch keine Probleme. Aber man merkt, hier sind Steine drin. So, der erste Meter war ganz okay. Und jetzt kämpft er ja schon. Also ich glaube, der Six, der schubst schon von hinten, ne? Aber geht auch. Also man kann auch so fahren. Man bleibt jetzt nicht hängen hier. Zumindest nicht mit Absicht. Und auch nicht mit Umsicht. Wenn wir denn die Rollen hergestellt haben, wir brauchen ja glaube ich einen Stahlträger für eine Rolle, richtig? Jetzt haben wir ja vier bei, das heißt ich brauche nur mit einer Fuhre fahren. Wahrscheinlich dann mit den Avos. Um da hinten denn zur Mine zu kommen. Ne? Das heißt, der Six, der könnte dann schon für andere verwendet werden. Wahrscheinlich den Ziegel oder ich weiß nicht, was hier in der Nähe ist. Da war ja noch ein bisschen was, und muss ich mir den nochmal richtig angucken. Aber man muss ja denn nicht so. Also man kann ja denn so ein bisschen das aufteilen. Das ist ja das Schöne. So, na, da haben wir Platz. Jetzt kommt hier eine übelste Kurve noch. Man muss hier relativ gerade drauf zukommen. So, das wird da hinten schon enge. Oh, nee. So weit wie möglich immer ausscheren. Hier noch ein bisschen die Birke berühren. Und dann klappt das hier auch. Super. Ich glaube, der Six hat gar nicht so viel Tank jetzt verballert, weil der hinterherfahrende ja ist relativ immer nicht so lastig wie der vorne. Aber jetzt hier bei 100 Liter ist noch gar kein Problem. Ist halt noch sehr, sehr human, muss ich sagen. Das sieht bisher alles sehr gemächlich aus hier. Für so einen Feiertag. Also heute ist so Feiertag. Ist das, ja, eine richtig gaude Sache. Auch hier feiern wir Tag der Einheit. Tag der Truck-Einheit. Und des Stahls. Ne? Und die beiden sind eine gute Einheit. Das muss man ja auch mal sagen.
Weiß jetzt nicht gleich, wie es denn mit den Schienen denn wirklich abgeht. So. Erstmal geht hier in die Tanke los. Und dann ging es ja hier, glaube ich, schon gerade rüber, ne? So. Ich muss das erstmal wechseln hier nach hinten, weil der will natürlich auch mal tanken. Oh doch, der hat schon richtig viel verbraucht. Also relativ, ne? Wollte schon sagen, schubst du mir? Das wäre relativ cool. Okay, siehst du, irgendwas stimmt da schon nicht. Was ist passiert? Irgendwas hat sich richtig brutal angehört, ob wir irgendwas umgefallen. Das wäre jetzt ja nicht so geil. Ich fahre den erstmal hier so drauf, ne? Wahrscheinlich ein paar Meter mehr. Ey, wenn da jetzt was umgefallen ist, ne? Und ihr wisst es nicht. Ein Stahlträger? Ja, gut. Ach, der passt. Der passt ja einfach nicht durch, ne? Oder was? Doch. Hä? Was war das Special One Problem jetzt an der Sache? Also klar, ja, ein bisschen dicky, ne? Aber wir waren ja alle ein bisschen dicky. Hier, sind wir wieder da. So, Motor ausgemacht. Ich wundere mich gerade, warum mir gar nichts passiert. Ja, solange er mich da nicht rüberschiebt, oder umfällt oder. Oh, Alter Schwede. Ma, scheint halt noch zu klappen hier. Was macht der denn hier vorne? Ja, also dass der Weg nicht der einfachste ist, ist klar. Aber besser als durch den Matsch. Mal ganz ordentlich auch nochmal sagen. Six macht da hinten auch noch rüber. Ich glaube, ich darf gar nicht gucken gehen. Ich muss einfach hier vorne mein Ding machen und dann ist gut. Ich glaube, umso mehr man guckt, umso wilder macht man sich das Ganze. Irgendwann wird es hier auch flacher, ne? Und wir müssen ja noch die zweite Maschine fahren. Darf man ja auch nicht vergessen. Geht ja jetzt hier gleich weiter. Obwohl wir hier auch sagen können, wir könnten unten lang fahren. Guckt das mal mir nochmal an.
Normalerweise könnte man hier auch unten lang fahren. Statt denn hier oben und dann, ich glaube, wir fahren auch unten lang. Ich glaube, wir sagen denn hier, kommen jetzt hier gleich an, fahren ja denn hier so durch und dann hier so. Ich glaube, das ist jetzt, wir sind ja mit dem Gabelstapler da durchgefahren. Hier könnten wir nochmal tanken und dann geht es nach hier. Da könnten wir dann nochmal Produkte holen. Die Produkte. Ich glaube, das ist halt halb so wild. Da unten lang. Sind wir ja schließlich wirklich schon mal gefahren. So, und jetzt möchte ich hier ganz am. Ah, ich wollte vorher schon runter. Ah, geht noch nicht. Der Six, der muss auch hier richtig passend raus. Oh, er will ja nicht raus. Okay. Oh, ich kann mich nirgendwo hier. Okay. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt so sagen, wir machen mit den Six hier vorne? Dann erstmal, pass mal auf, wir fahren dann hier wahrscheinlich, wenn das geht. Ja, weil er kommt ja hier ganz gut rüber. Dann muss ich mal gucken, dass ich hier mit dem Stahl nicht umkicke. Zumindest nicht so umkicke, dass das scheiße ist. Können wir den hier umfahren? Ja. Okay. Und dann ziehen wir den hier einfach mit Gewalt rüber. Und dann sollte es ja auch dann klappen, ne? Haben wir jetzt mal hier so einen kleinen Rollentausch, ne? So, von hier nach da, genau. Und siehst du. Und dann geht es hier eben auch unten lang. Guck mal, wie schnell wir auf einmal sind. Da vorne, der macht natürlich den Tempo. Der ist ein bisschen anders drauf. Haben wir den überhaupt dran? Haben wir dran. Dann geht es hier mal durchs Matschgebiet. Sind wir in der Konstellation ja auch noch nie gefahren. Also eh allgemein mit einem anderen Truck da noch nicht durchgefahren. Aber das bisschen Matsch sollte eigentlich dann nicht aufhalten. Ne? Solange es nur ein bisschen Matsch ist. Nicht. Oh, passt das? Aber gerade so, ne? Ja, gerade so. Ja, das ist natürlich ein bisschen anders. Da fährt der Six ein bisschen besser hinterher, als jetzt hier der Avus, weil da musste erstmal dich auch dran gewöhnen, hier den so hinterher zu zetteln. Na, er will jetzt hier vielleicht ein bisschen mehr auf die Kante. Der war hier noch umfallen oder sowas, aber vielleicht müssten wir das hier so geschafft haben und dann sind wir wieder auf der richtigen Jutenstraße. Und dann ist es auch geil. Hoffe ich. So, ohne Kaffee, ohne Milch. Das muss natürlich auch mal wieder sein. Ja, und dann geht es hier oben auch gut lang. Schön. Sehr schön. Der Weg, der wird, ja, ich glaube natürlich ein paar Mal noch gefahren, ne? Aber wir haben schon ein bisschen was weg. Aber das ist ja auch eine mehrfach auch.
Ja, ich sehe schon. Ne, wir sind schon voll dran. Das könnte hier echt ein Problem werden, ne? Ne, nix schneidet ab. Weiß ja nicht, ob wir hier gleich wieder so einen Wechsel machen, dass wir sagen, ja, was geht nach vorne? Wahrscheinlich schon, weil der zieht es besser hinterher. Wir haben hier irgendwie wenig Kontrolle, was das zweite Fahrzeug macht, muss ich sagen. Kommt der denn hier vorbei, der Avus? Ja, müsste, ne? Okay, steht der still hier? Ich will jetzt nicht die Handbremse anziehen, eigentlich. Gudi. Zack, raus. Wie, du rollst jetzt hier runter hier. Dann bin ich aber ein bisschen, ne? So, den müssen wir erstmal hier ein bisschen wieder lösen. Ein bisschen weiter umscheren. Und jetzt können wir schon einlenken, ne? Das bisschen reicht das manchmal schon aus, aber das kriegst du so mit den Anhänger und hinterher zwar dann gar nicht hin. Wenn mir jetzt hier der Six entgegenkommt, weil er rückwärts rollt, ne? Wollte schon sagen. Dann wäre ich mehr als großartig. So. Ja, auch den wollen wir natürlich nachtanken, wenn es mal geht hier. Wenn ich hier auch. Ne, das hier. Haben wir jetzt echt vom Sex getankt oder was? Ja. Ja, okay. Ja, so ist gut. So, im Berg müssen wir natürlich auch Leuchten anmachen, ist logisch. So, und jetzt geht's auch diesen Berg hoch, ne? Oha. Oha, oha, oha. Ja, das geht da bis zum Anhängershop. Immer voll nach oben. Normalerweise würden wir ja hier so ein bisschen quer rüber fahren. Ja, was heißt normalerweise? Mach das doch einfach. Ich glaube nicht, dass das hier so stört. Oh. Aber ist auch ein bisschen so anlehnen, ne? Mal am Baum. Das sieht sehr human aus. Aber das geht alles, ne? Alles gut. Puh. Also ich bin schon begeistert. Wirklich sehr, sehr begeistert. Ist ja auch nicht der einfachste Weg. Aber bisher sehr gut gemeistert. Auf jeden Fall. Und zum Balzwerk wollen wir ja auf jeden Fall und ein bisschen aufstellen und durch den Kopf gehen lassen, wie wir beim nächsten Mal denn agieren wollen. Mal schon mal lichtern. Okay, wir haben gar nicht schlechtes Licht hier vorne. So, hier hätten wir denn das Lagerhaus. Wenn wir zurückfahren, fahren wir ja hier, denke ich mal, dran vorbei. Ah, das markieren wir uns dann noch. Damit wir auch das hier alles dann mitschleppen können. Oh, wir haben ja noch einen riesen Berg bei uns.
Will jetzt einen nur geraden Weg, ne, wäre natürlich der Sixter nach vorne eine richtig gute, starke Zielquelle. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt so machen. Was wir sagen jetzt hier den hier. Guck mal, ist relativ gerade, ne? Und dann der Krieg, den da hinten jetzt noch. Ja. Jetzt mit ihm hier nach vorne. Weil der hat ja ein bisschen mehr Wumms, ne? Wir wollen natürlich auch mit Wumms nach oben. Ich kann ja auch schön die Warnleuchten aktivieren. Dann sieht das aus wie Schwertransport hier mal. Sieht man sogar immer im gleichen Takt. Oh, was schön. Und hier wäre es ja eh, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden durch den Matsch, ne? Ja, was hatte hier ja mit dem Holz ein wenig zu kämpfen. Wirklich nur ein wenig, aber so ist das mal. Oh Mann, ey, ne, das geht so steil bergauf. Das hätte ich gar nicht gedacht, ey. Oh, du kippst da jetzt nicht rein, ne? Ja. Und du konzentrierst dich mal hier vorne, bitte. Und bitte genug rum. Und einfach Gas, ne? Einfach Gas jetzt. Ja, für mich ist jetzt ja auch wichtig, wenn ich diesen Weg denn so mal habe, ob das denn alleine nicht besser ist oder dann doch wirklich zu zweit. Na hier jetzt quält er sich ja schon hoch, ne? Der dreht hier durch. Ich weiß jetzt nicht, wie der auf dem Lastgang wäre. Ja, geht sogar denn. Ne? Der Avus kommt ja auch hinterher, ne? Ja, jetzt kommt hier nochmal eine kleine, oder ist es gleich bleibend? Ne, hier geht es jetzt noch ein Stück, aber gleich haben wir. Muss das hier jetzt gleich mit Power nach vorne gehen? Hier auch mal einen Hochgang reinkloppen, ne? Hochgang, da kackt er denn ab. Da mag er denn gar nicht. Aber ich glaube, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Ja, geil. Ja. Da führen wir den auch ordentlich hinterher. Können wir hier hinten schon mal loslassen. Jetzt fällt er nicht mehr runter. So, mal natürlich hier einlagern erstmal. Jetzt, achso, ne, einlagern. Genau. Geil. So, hier erstmal auch den Motor aus. Brauchen wir jetzt weiter nicht. Einmal wechseln. Er hat ganz gut geklappt. Also ich bin relativ sehr gut zufrieden. Ja. So, jetzt machen wir erstmal den hier unten.
So, den brauchen wir ja nicht reinmachen und dann können wir herstellen. Ach, wir kriegen immer zwei, oder was? Cool. Ah. Also ich kann jetzt fünf mitnehmen. Und dann da hinten auch nochmal fünf. Okay, cool. Und dann können wir ja gleich vom Lager ein bisschen noch was anderes mitnehmen. Okay, dann drehe ich hier um, ne, zur nächsten Folge. Blat die alle. Oh ja, und dann geben wir ab, ne, wenn es das denn so lässt. Ich weiß gar nicht. Mir ist schon mal aufgefallen, immer wenn ich hier das Spiel beende, und das ist jetzt hier 19:30 oder sowas, und dann lade ich das Spiel, ist eine andere Uhrzeit. Also es haut da immer gar nicht so richtig hin. Das ist mal voll komisch. Deswegen kann sein, dass wir hier direkt dann nach dem Laden dann weitermachen können. Und wenn nicht, dann erst mit einem Six so ein bisschen machen. Auf jeden Fall drehe ich die um. Also mit dem Mastodon da hinten noch ein bisschen weiter rumwuseln. Auf jeden Fall wünsche ich euch was. Na, habt noch einen schönen Tag. Genießt ihn und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.